Bunutz. Heute gehen wir eine heftige Tour an. 4 Stunden geht's rauf, steht da. Eieiei. Weiß nicht, wo das ist, aber ich tipp mal, dass es da rauf geht. So, auf geht's. Ein einsamer Gipfel. Also wie ich raufgekommen bin, waren nur 2 Leute da, die sind aber dann gegangen. Ich hoffe nicht wegen mir. Auf jeden Fall. Wow. So geil. So geil. Also. Lange Pause mache ich hier oben nicht, weil hier so ein Haufen so liegende Viecher sind, die stechen. Was wollte ich sagen? Ah ja, ich habe genau 3 Stunden braucht hier rauf. Genauso wie es im Internet gestanden ist. Unten waren ja 4 Stunden angeschlagen. Das hat mich schon ein bisschen demotiviert. Aber also ich bin jetzt im Schnellgang 3 Stunden. Dann kriegt man das ganz gut hin. Ich finde es eigentlich eine sehr schöne Wanderung. Also am Anfang haben wir natürlich wieder Vorstraße, ewig lang. Da dachte ich schon, ich habe mich hier irgendwie verlaufen, ich habe die Abzweigung vergessen, übersehen, nicht vergessen. Und war schon so weit, dass ich sage, na gut, dann gehe ich jetzt die Vorstraße entlang, die geht so parallel, mehr oder weniger leicht steigend parallel zum See. Dann machst du halt eine Seeumwanderung. Und dann kam tatsächlich ein Schild, das raufgeht. Von dem Schild an waren es dann ungefähr noch 2 Stunden.
Nicht sehr steiler Weg durch den Wald, aber richtig schöner Steig. Dann lange Zeit durch so Latschenkiefern und da fängt es dann mit diesen scheiß Fliegen an. Und zum Schluss hier den Grashügel. Also zieht sich natürlich ganz schön, aber es sind ja immerhin 1100 irgendwas Höhenmeter. Ich kann es weiterempfehlen. Also mir hat es total gut gefallen. Oder gefällt mir immer noch gut. Bin ja noch mittendrin. Ja, jetzt gehe ich wieder runter. Nachmittag ist natürlich wieder Gewitter angesagt. Aber jetzt habe ich 3 Stunden rauf gebraucht. Ja, werde ich wahrscheinlich 2 Stunden runterbrauchen. Passt. Habe ich schon erzählt, wunderschöne Aussicht. Aachensee, das ist der Aachensee. Da unten. Rofan. Ja, natürlich die österreichischen Alpen da hinten, tief drin. Hier haben wir noch ein bisschen Schnee. Ja, ich würde sagen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, verabschiede ich mich heute. Live long and prosper. Und hab eine gute Zeit. Schöne Wanderungen. Und jetzt zeige ich euch hier noch den Abgrund. Nein, da geht es natürlich nicht runter. Wir gehen den Weg, den wir gekommen sind. Genau den Weg, dann geht es auch wieder zurück. Okay, also dann, ciao.